Mein Name ist Philipp Bonadimann. Ich bin 34 Jahre alt und sitze seit 1998 wegen einem Motorradunfall im Rollstuhl. Ich bin von der Straße abgekommen mit meinem Motorrad und in einer Schlucht liegen geblieben. Danach wurde ich ins Krankenhaus geflogen und dort wurde die Diagnose Querschnittslähmung gestellt. Ab dem Zeitpunkt bin ich in ein sehr tiefes Loch gefallen. Ich hatte das Gefühl, nichts mit mir anfangen zu können und begann dann sehr viel Alkohol zu trinken und nicht wirklich auf mich selber aufzupassen und hatte dann wirklich 2 Jahre ein enormes Tief, auch psychologisch. Und was mich eigentlich aus dem Loch rausgezogen hat, war der Sport. Und ich habe erst mit dem Sport, mit dem Rollstuhlsport wieder gemerkt, was Sport überhaupt bedeutet. Dass es ein Lebensgefühl ist, das Schwitzen, das mit anderen zusammenkommen und auch der Ehrgeiz, wo da dazu gehört, habe ich durch den Sport wieder gefunden. Sport ist sicherlich ein Lebensmittelpunkt für mich. Es ist etwas, das verbindet und für mich einfach ein Lebensgefühl.